Ich heiße Sie herzlich willkommen. Diese Partie verspricht den neutralen Fußballfans und Anhängern der beiden Teams einen hohen Unterhaltungswert. Die Besucher auf den Rängen bringen hier das Stadion zum Leuchten und zum Wackeln. Eine Atmosphäre, die selbst den erfahrensten Zaungast nicht kalt lässt. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. David Villa. Messi. Und der Ab und der ist drin. So, und jetzt nimmt das Spiel Fahrt auf. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt durch ihren Starspieler. Messi. Mit dem perfekten Auge für die Situation. Er startet genau im richtigen Moment. Er bekommt den perfekten Pass und er macht das Ding rein. Das ist ein ganz frühes Ausrufezeichen. Da rollt der Ball über die Linie und was das heißt, ist doch klar. Einwurf. Bellinger. David Villa ist das. Vorlan. Vorlan! Und fast hätte es geklingelt. Ein guter Ball und sie sind durch. Okay, das sieht vielversprechend aus. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Gute Kombinationen. Richtig guter Ball. Das könnte klappen. Er steigt hoch. Der sitzt! Und schon wieder Ausgleich. Das geht hier rucki zucki. Ich glaube, dieser Rückstand war der Weckruf für sie. Auf einmal hatten sie mehr Zug in den Aktionen. Stellt sich die Frage, warum nicht gleich so? Da schaltet er am schnellsten. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Wir sind auf Remikurs. Du kriegst das Tor und dann ist natürlich die Frage, wie steckst du sowas weg? Die Antwort, so, genau so. Davids. Sie versuchen es mit schnellen und scharfen Pässen. Davids. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Davids. Und die Kontergelegenheit. Tomiyasu mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Er versucht's. Nee, so nicht. Der ist drüber. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet. Wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Diego Maradona. Ball kommt vors Tor. Alexander Arnold gewinnt den Ball für sein Team zurück. David Villa. Gut gelöst, die Situation. Das ist Drogba. Bislang kann man nicht meckern, das ist ein ansehnlicher Kick. Rodri holt ihn sich wieder. Das nennt man effektives Passspiel. David Villa ist der Adressat dieses langen Balls. Diego Maradona. Drogba. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Messi. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Wunderbare Aktion. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ran. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Ja, richtig starker Laufweg. Den will er haben. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Also viel Ball hat er nicht erwischt, das war ein klares Foul. Und natürlich gibt's hier eine Karte.
Das ist Drogba. Carlos. Der kennt die Gefahr so schnell und schreitet dann dementsprechend auch schnell ein. Das ist klassischer, richtig guter Ballbesitzfußball. Jetzt ist Übersicht gefragt. Drogba. Beckenbauer. Voll an. Davids. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gutes Passspiel. Gutes Auge. Guter Pass. Voll an. Gut gesehen. Guter Laufweg. Wenn der durchgekommen wäre, dann hätte was draus werden können. Ein hochambitionierter Passversuch. Eigentlich hatte der Ball nie eine Chance. Und er läuft in die Abseitsfalle. Schon wieder abseits. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Alexander-Arnold. Klasse durchgesteckt. Ein hochinteressanter Ball. Drogba. Der Pass kam genau richtig. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. Davids. Technisch herausragend. Tolle Chance. Das ist einfach Torwartspiel auf allerhöchstem Niveau. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Das ist mal eine Balleroberung. Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Er bringt den Ball rein. Einfach mal entsorgen. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Da geht er durch. Da ist die Chance. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zur Pause. So, wir stehen bei 1:1 und wollen mal gucken, was die Partie noch für uns bereithält. Substitution on the field, number 2, Franz Beckenbauer. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Hälfte an. Number 14, Jules Kunde. Das Team versucht, mit Kombinationen da durchzukommen. Alexander Arnold. Ein schwacher Pass. Seitenwechsel. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Absolut kein Vorbeikommen. Jetzt den präzisen Drogba. Der Ball klatscht ans Aluminium. Upamecano. Carlos. Und nun Bellingham. Forlan hat die Chance. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben.
Es ist Zeit für neue Energie. Number 29 coming on the field is number 5 Neymar. Substitution in progress. Bellingham. Hier ist Neymar. Beckenbauer. Davids. Drückt den Gegner tief hinten rein. Raus auf die linke Bahn. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Diego Maradona. David Villa ist das. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Er ist Mutterseelen allein durch. Nur noch ein. Er zieht drin das Ding. Und sie liegen wieder vorn. Ein Komplettpaket, leichtfüßig, zielstrebig und abschlussstark. Und da steht die ganze Hintermannschaft wie die Statisten. Sie schauen zu, wie er seine Fußballkunst zelebriert mit diesem Traumdribbling. Und der Neue, der schlägt gleich mal zu. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Und jetzt legen sie fort. Mal sehen, ob sich das auf ihre Spielweise auswirkt. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. The attendance for this match Tempo gegen Schluss. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Neymar. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Und ab die wilde Fahrt. Davids. Einfach mal nach vorne gedroschen. Und auch dieser Angriff wird abgefangen. Davids. Drogba. Und den holt er sich zurück. Na, da hat der Abwehrspieler richtig gut aufgepasst. Fußball ist ja eben auch Kontaktsport. Drogba. Gutes Auge. Riesenmöglichkeit. Klasse Aktion vom Keeper. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. David Villa. Genau so müssen sie die Sache jetzt angehen. Das war schon eine vielversprechende Offensivaktion. Das hätte auch klappen können. Das ist völlig richtig. Roberts. Davids. Roberts. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Beckenbauer. Carlos. Tomiyasu. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Er zieht ab! Da müssen sie erstmal alle richtig tief durchatmen. Ein schlampiges Abspiel, damit macht man es dem Gegner natürlich leicht. Der macht fast alles richtig. Der Abschluss, der stimmt nicht. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? So schnell geht Ball Rückeroberung. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Substitution on the field. Number 4. Beide Teams wechseln.
Number 20, Didier Drogba. Number 9, coming on the field, number 13, Ibrahim Konate. Haaland! Es hat nicht viel gefehlt zum Ausgleich. Also, ich will ihm ja nicht zu nahe treten, aber den kann man schon mal reinmachen. Rodri. N'Golo Kanté. Vlahovic. Neymar. Carlos. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Kanté. Und jetzt Rodri. Davids. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Das war Haaland! Großartig vom Keeper. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Konaté sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Gut gesehen, guter Laufweg. Stellungsspiel par excellence. Oh, ziemlich dünn dieser Pass. Er hat ihn ein. Er versucht. Er ist drin. Sie schaffen es zurück in dieses Spiel. Wie am Schnürchen gezogen. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach. Der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Ausgeglichenes Spiel. Aber ein paar Sekunden haben wir ja noch. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Ende, der Schlusspfiff ertönt. Das Spiel endet also mit Remis und die Zuschauer scheinen durchaus zufrieden zu sein. Es war eigentlich für jeden was mit dabei.